Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal im PvP-Bereich finden. Und zwar sind wir da einmal unter Spieler gegen Spieler, dann ganz runter auf Welt und dort haben wir zwei neue Erfolge, einmal in der Zaralek-Höhle. Der Erfolg, den wir uns heute angucken wollen, ist einmal Elementarbeschwörer und für diesen müssen wir Folgendes machen. Tötet einen Spielcharakter, während ihr von allen 6 beschworenen Elementaren der elementar erfüllten Felsschnecken erfüllt seid. Und dafür gibt es insgesamt 6 Unterpunkte. Übrigens, das Achievement ist ein bisschen komisch übersetzt. Ich dachte als erstes, muss alle 6 Buff auf einmal drauf haben, um den Spieler umzuhauen. Wie ihr hier seht, sind bei mir schon 5 abgehakt, weil ich die gerade gemacht habe. Ihr könnt die einzeln machen. Alle 6 auf einmal wäre sehr schwer, weil diese Buffs, die wir uns gleich holen, nur 15 Sekunden halten. Einer zu holen und einen umzuhauen ist relativ easy. Wo machen wir das Ganze? Als allererstes solltet ihr euch den War-Mode anschalten. Das könnt ihr hier unten machen, wenn ihr in Waldracken seid. Und dann fliegt ihr einmal in die Zaralek-Höhle und hier sind wir hier unten bei der World-Quest Beschwörung der Elemente. Diese World-Quest ist quasi einmal die Woche für euch da, die ganze Woche lang eigentlich. Und da gibt es auch nur eine World-Quest, also wenn ihr die nicht schon abgeschlossen habt, dann habt ihr die quasi hier unten einmal am Start. Dann ist es hier so, dass hier so Schnecken sind. Die müssen wir für die World Quest unboxen oder Spielercharaktere. Wir können diese Schnecken aber auch absaugen. Und wenn wir hier jetzt auf so eine Schnecke draufklicken, dann bekommen wir einen Buff, den wir auf irgendwen draufhauen können und oder auf uns selber. Und den hauen wir jetzt auf uns drauf. Und dann haben wir hier 15 Sekunden diesen Buff. Je nachdem, welche Farbe und Namen diese Schnecke hat, kriegen wir andere Buffs. Ich habe jetzt schon alle gemacht, bis auf die Blutrote. Heißt, wir brauchen jetzt hier die Blutrote, klicken die an. Holen uns dann auch wieder den Buff. Der macht übrigens lustige Sachen hier mit 25% mehr Schaden und so. Ne? Und jetzt suchen wir uns einen Spielercharakter. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Also hier ist mein Twink, der Kautelar. Den klopfen wir um. Und dann haben wir tada, das Achievement. Ne? Das müsst ihr jetzt insgesamt 6-mal machen. Also 6 Buffs holen und innerhalb der Zeit dann dementsprechend einen umhauen. Ihr könnt quasi irgendeinen Spieler hier, der hier auch die World Quest macht, runterhauen. Und kurz bevor der stirbt, euch selber buffen. Und dann dementsprechend ihn quasi killen. Oder ihr macht das wie ich und habt einen zweiten Account oder irgendwen, den ihr kennt, der hier sich quasi von einer anderen Fraktion umboxen lassen möchte. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Es gibt noch ein weiteres Achievement. Dafür muss man einfach nur 1000 Ehre hier sammeln. Wie ihr das macht, ob ihr jetzt dann immer einfach die World Quest jede Woche einmal mitnimmt oder einfach hier ein paar Spiele umhaut, ist euch überlassen. Dazu werde ich jetzt aber kein extra Video machen, weil, naja, ihr farmt hier halt ein bisschen Ehre, ne? Mehr ist es tatsächlich nicht. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.